Ob in der Pflege oder im Handwerk, freie Ausbildungsplätze gibt es noch genug. Viele Betriebe suchen auch jetzt noch nach den passenden Azubis. In Duisburg sind nämlich noch 191 Stellen frei, während 85 Bewerber bisher keinen Platz gefunden haben. Als Geschäftsführer im Bereich Aus- und Weiterbildung der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer fordert Matthias Wulfert alle Suchenden zum Start einer Ausbildung auf. Ja, auf jeden Fall kann man auch jetzt noch eine Ausbildung starten. Auch jetzt ist das noch möglich. Und ich kann jede und jeden nur auffordern, das zu tun, wenn da Interesse besteht und sich den passenden Ausbildungsplatz zu suchen. Ansprechbar sind die Partner im regionalen Konsens, also entweder die Arbeitsagenturen oder auch wir als Industrie- und Handelskammer, aber genauso gut auch das Handwerk. Denn besonders hier werden noch Azubis gesucht. Vor allem dem Fachkräftemangel sollen möglichst viele neue Auszubildende entgegenwirken. Und genau deshalb findet Angelika Wagner Ausbildung so wichtig. Die Geschäftsführerin des DGB in Duisburg sieht auch die soziale Bedeutung. Ich finde, Ausbildung ist wichtiger denn je, weil wenn wir uns umschauen, viele von den Tätigkeiten, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, werden durch ausgebildete Fachkräfte gemacht, geleistet, produziert und ähnliches. Das ist ein ganz großes Fundament unserer Gesellschaft und ich finde es toll zu sehen, wie viele junge Menschen Jahr für Jahr erfolgreich Prüfungen abschließen, dann noch Weiterbildungen draufsetzen, weil sie der Meinung sind, dass sie eben in ihrem Beruf noch mehr machen können und wollen. Und ich finde es toll, es ist ein großer Bestandteil unseres gesellschaftlichen, unseres Zusammenlebens. Ich halte das für sehr wichtig. Und darum sollen möglichst viele Ausbildungsplätze besetzt werden. In den letzten Monaten haben Ausbildungsmessen oder Formate wie Azubi Blind Dates schon für einige Erfolge gesorgt. Aber auch nach der erfolgreichen Ausbildung geht es noch weiter. Also ich denke mal, Ausbildung ist wirklich eine ganz gute Sache, weil sie auch einen Einstieg ins lebenslange Lernen bedeutet. Die Ausbildung und das Ausbildungsergebnis ist ja sozusagen nicht der Schlusspunkt. Auch danach geht es ja noch weiter. Man kann über Weiter- und Fortbildung im Grunde immer weiter nach vorne kommen und sich dann auch innerbetrieblich weiter fortentwickeln. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Weg ist für junge, motivierte Menschen, da ihre Zukunft in die Hand zu nehmen. Dafür bleibt zum Glück ja noch die Möglichkeit, auch wenn das Jahr sich schon dem Ende zuneigt. Denn für den Start ins Berufsleben ist es nie zu spät. Und wie es um den Ausbildungsmarkt sonst noch steht, darüber wurde natürlich auch gesprochen bei der Ausbildungskonferenz und welche Probleme und Chancen sich da gerade ergeben. Darüber wollen wir jetzt noch genau sprechen und dazu ist meine Kollegin Anna Zimmer bei mir im Studio. Die war bei der Konferenz dabei und kann uns einiges dazu noch erklären. Hallo Anna. Hallo Vanessa. Wir haben es ja gerade im Beitrag gehört und gesehen, es gibt noch einige freie Stellen hier in der Region. Was bedeutet das denn jetzt genau für den Ausbildungsmarkt? Ja, das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen, weil jetzt durch die letzten Corona-Jahre sind eigentlich die Ausbildungszahlen dann zurückgegangen, aber jetzt sind die in diesem Jahr wieder gestiegen. Und deswegen liegt es jetzt vor allem an den jungen Menschen, sich zu bewerben, weil Probleme wie jetzt der Fachkräftemangel und noch die immer älter werdende Bevölkerung, ja, die bleiben natürlich da. Und da hat uns Elisabeth Schulte vom Unternehmerverband genaueres zu erklärt. Die Wirtschaft braucht die jungen Leute, von der Industrie über Handwerk bis zu sozialen Diensten und Pflege, überall. Gerade Erzieherberufe oder auch Pflegeberufe sind ja doppelt von der Demografie betroffen, weil es immer mehr alte Menschen und Kranke geben wird. Und wie gesagt, die Demografie, überall gibt es immer weniger junge Menschen. Also sie werden dringend gebraucht, auch wenn die wirtschaftliche Lage sicherlich gerade auch in der nächsten Zeit schwierig wird. Aber das werden wir gerade auch mit den jungen Leuten dann meistern, hoffentlich. Ja, und darauf hoffen jetzt natürlich die meisten, denn auch im Moment gibt es schon zu wenig Menschen in der Pflege. Und wenn dann noch immer mehr Pflegebedürftige hinzukommen, ja, dann wird das zum echten Problem. Und da müssen jetzt die jungen Leute nachrücken. Das klingt nach einer ganz schön großen Last, so die auf die junge Generation jetzt lastet. Sind denn Fachkräftemangel und demografischer Wandel die einzigen großen Probleme gerade? Nee, also es gibt natürlich auch noch den Klimawandel, der oft ein großes Problem ist, aber besonders im Handwerk kann er auch eine Chance sein. Denn wenn man jetzt sich überlegt, viele Kunden möchten zum Beispiel eine Photovoltaikanlage installieren und da braucht es dann natürlich viele junge Menschen, die halt da auch motiviert sind. Und laut Dr. Christian Henke von der Handwerkskammer kann man da mit so einer Ausbildung nichts falsch machen. Natürlich, der Klimawandel ist für uns alle eine große Herausforderung. Die Kunden möchten eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, sie möchten eine Wärmepumpe installiert haben und das geht nur mit dem Handwerk. Und von daher ist diese momentane Situation für unsere Betriebe ein Konjunkturprogramm. Und das schlägt sich natürlich dann auch beim Fachkräftebedarf nieder und dann eben auch beim Bedarf nach Auszubildenden. Mein Appell lautet natürlich, wer wirklich etwas fürs Klima tun will, der soll auch was dafür tun, indem er dafür arbeitet. Und das kann man nirgendwo besser als im Handwerk. Das ist vielleicht sozusagen die praktische Variante zum Demonstrieren. Also quasi doppelt gut. Man macht nicht nur was gegen den Klimawandel, sondern natürlich auch gegen den Fachkräftemangel. Mhm.
Also die Klimawandelforschung bringt neue Arbeitsplätze, das klingt ja erstmal schon mal gut. Wie kann man denn jetzt noch sich so eine Ausbildung angeln? Genau, da muss man sich einfach bei der Agentur für Arbeit melden. Wenn man da ganz einfach anruft, da haben die ganz viele Plätze noch im Petto. Und vor allem jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt dafür. Denn in den letzten Jahren durch Corona gab es meistens nur Online-Gespräche und der persönliche Kontakt zwischen den Unternehmen und den Azubis hat so ein bisschen gefehlt. Ja, und deswegen ist jetzt auch Markus Zimmermann von der Agentur für Arbeit sehr froh, dass es wieder normal weitergeht. Der persönliche Kontakt zwischen jungen Menschen, die sich für eine Ausbildung interessieren, und den Betrieben selbst ist durch nichts zu ersetzen. Also sich im besten Sinne des Wortes beschnuppern und kennenlernen, die Persönlichkeit in einem Gespräch kennenzulernen, aber auch, und das ist auch ganz wichtig, was während der Pandemie eben auch nicht möglich war, den Betrieb kennenzulernen, die tatsächliche Beschäftigung kennenzulernen durch Praktika. Also insofern sind solche Messen und solche Veranstaltungen Gold wert, weil mit der bloßen Bewerbung, die manchmal eben nichts über eine Persönlichkeit aussagt, geht dieser Kontakt manchmal auch eben nicht zum Erfolg. Ja, die Chance auf ein persönliches Kennenlernen sollte man also noch unbedingt nutzen, bevor die Corona-Zahlen wieder ansteigen und es vielleicht Kontaktbeschränkungen gibt. Okay, also dann wissen wir jetzt, was die Azubis oder die zukünftigen Azubis tun können, um noch eine Ausbildung zu kriegen. Wie sieht denn das jetzt mit den Unternehmen aus, die noch so viele freie Stellen haben? Was können die jetzt machen? Wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, es gibt noch 191 freie Stellen. Und deswegen sollen jetzt vor allem die Unternehmen noch mal ihre alten Bewerber durchschauen, die sie vielleicht vorher abgelehnt haben, ob da nicht vielleicht noch jemand dabei ist, der jetzt dann an der Stelle geeignet wäre. Und deshalb appelliert auch Angelika Wagner vom Deutschen Gewerkschaftsbund besonders an die Arbeitgeber. Es ist ganz wichtig, jetzt doch noch mal hinzugucken, vielleicht ein zweites und ein drittes Mal, ob die Bewerberinnen und Bewerber, die man vorher abgelehnt hat, nicht vielleicht doch, wenn man noch mal genauer hinguckt, diese Ausbildung durchführen und bestehen können und gute Fachkräfte werden. Weil so ein Blick ins Zeugnis oder vielleicht auch ein versemmelter Einstellungstest sollten nicht darüber entscheiden, ob junge Menschen gute Handwerkerinnen, Handwerker werden, gute Kaufleute oder Ähnliches. Also da lohnt wirklich ein zweiter Blick. Bitte an alle Unternehmen, schauen Sie nochmal hin. Und vielleicht kommen so tatsächlich ja beide Seiten nochmal zusammen und einige freie Stellen können noch besetzt werden. Ja, das wäre für Azubis und Unternehmen eine echt tolle Sache, wenn das noch passieren würde. Danke dir, Anna, für die Einblicke. Danke auch.